40. Wintertreffen der Motorradfahrer auf Schloss Augustusburg bei Chemnitz und ein Motto traf diesmal erneut zu: Nur die Harten sind dabei. Von denen gibt es aber scheinbar mehr als vermutet, denn die Organisatoren waren zumindest mit der Teilnehmerzahl zufrieden. Nur Besucher wurden mit knapp 4.500 weniger gezählt als in den Vorjahren. Motorradfahrer haben wir schon mehr als im vorigen Jahr. Also wir liegen jetzt aktuell so bei 1.300 Motorradfahrern und beim Besuchern hält sich es in Grenzen. Das sind nicht so viel wie in den Vorjahren. Für Werner Sieber gibt es dafür auch eine einfache Erklärung. Nach seiner Meinung sind weniger das Sturmtief Daisy, sondern vielmehr die Medien dafür verantwortlich, die, wie er uns sagte, zu viel Panik machten. Es ist ein Wintertreffen, für mich ein ganz normaler Winter. Im Erzgebirge ist es nun mal so, dass es im Winter kalt ist, dass es so schneit. Ich verstehe die ganze Hektik nicht. Es war für uns kontraproduktiv. Miese Stimmung allerdings nur hinter den Kulissen. Davor feierten die angereisten Biker die 40. Auflage des Wintertreffens. Und Temperaturen im Minusbereich und viel Schnee gehören da einfach dazu. Sie machten das Beste daraus. Stilblüten sorgten natürlich auch immer wieder für die Unterhaltung der angereisten Zuschauer. Die bekamen auch solche Exponate zu sehen. Ein Motorrad mit Trabi-Motor, die Kraft der zwei Herzen. Der Besitzer aus Schwerin ist zum 39. Mal hier dabei. Einmal musste er aussetzen, wegen Führerscheinentzug, wie er uns sagte. Aus ganz Europa reisen die Teilnehmer zum Wintertreffen ins Erzgebirge an. Viele schon im Laufe der Woche. Die größte Entfernung legte in diesem Jahr ein Motorradfahrer aus Vilnius in Litauen zurück. Mit dabei sind aber auch Luxemburger, Niederländer, Engländer, Finnen oder Schweizer, aber natürlich auch Biker aus ganz Deutschland, die meisten nicht zum ersten Mal. Es haben sich Freundschaften gebildet, mittlerweile international. Und ich sehe es ja immer wieder, die buchen sich ihre Campingplätze, um zusammen zu sein, nutzen natürlich unsere Angebote an Veranstaltungen und so weiter. Aber eigentlich ist es ein Treffen, sehr friedlich, sehr freundschaftlich, und das pflegen wir aber. Das Wintertreffen der Motorradfahrer auf Schloss Augustusburg im kommenden Jahr gibt es dann nach der Jubiläumsausgabe in diesem das 41. Und für die meisten der Biker steht bereits jetzt fest, sie werden auch da wieder mit dabei sein. Wenn der kalte Winter im Erzgebirge mit heißen Maschinen zum Erlebnis für Teilnehmer und Zuschauer wird.